meine Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr habt die Tage bislang ganz gut überstanden. Hier ist wieder euer Mikey aus Mikeys Atelier. Ich habe mich jetzt einige Zeit nicht mehr gemeldet. Leider kam ein wenig was dazwischen, neben Veranstaltungen dann noch das große C. Und ja, viel Arbeit, wie man es dann so kennt, ne? Ja, aber alles nicht so schlimm. Der Reihe nach erzähle ich euch jetzt ein bisschen, was in den letzten Tagen und Wochen bei mir so passiert ist. Und das ist allerhand. Und zwar hatte ich ja mein letztes Video online gestellt. Das war kurz vor dem Nordenhammer Stricktreffen. Und das, ja, das war das Wochenende drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Also Anfang Dezember hatte ich, glaube ich, aufgenommen. Und ja, danach, darauf, das Wochenende war dann das Nordenhammer Stricktreffen, habe ich mich auch sehr drauf gefreut. Miriam ist wieder ganz aus München angereist. Ich habe auch so wieder ganz viele liebe, nette Leute getroffen und viel gesabbelt und gestrickt und gekauft. Und ja, also es gibt ein bisschen was Fertiges heute bei mir. Es gibt das Nordenhammer Stricktreffen, wo ich auch noch ein paar Bilderchen teilen möchte, weil das echt schön war. Und wer das diesmal wieder nicht mitnehmen konnte oder die Gelegenheit hatte, dabei zu sein, bitte doch nächstes Mal rechtzeitig Urlaub beantragen. Das ist total wichtig. So, ich versuche mal hier ein bisschen euch näher zu bringen. Und ich mache mal Erdbeben. So. Kuckuck. Ja. So, Nordenhammer Stricktreffen. Ich hatte zum Nordenhammer Stricktreffen extra etwas Neues anschlagen müssen, weil nichts von meinen Großprojekten konnte ich damit hinnehmen. Da ich brauche dann meine Musterbücher bzw. die Abschriften davon und müsste dann das irgendwo hinlegen. Und aus Erfahrung weiß ich, dass man da mit Strickmustern nicht so gut irgendwo, also man hat keine Ablagemöglichkeiten. Du hast im Prinzip deinen Stuhl, wo du drauf sitzt, und deinen Tisch, wo vielleicht Getränke stehen. Finden Sie einen kleinen Tisch und viele Leute sitzen dran und jeder möchte seinen Getränkeplatz haben. Also kann man da keine großen Bücher oder Hefte aufschlagen. Also haben wir gesagt, gut, ich mache was Einfaches. Und dann hatte ich ja in Bremen gekauft die Atelier Citron Balance. Ein sehr, sehr schönes Garn. By the way, lässt sich wunderbar stricken. Und ich war wieder etwas enttäuscht auf so einem kleinen 50 Gramm Knäuel tatsächlich doch einen Knoten drin gefunden. Und das immer bei dem Preis. Ich weiß nicht, Atelier Zitronen, ich bin da noch nicht so ein hundertprozentiger Freund, obwohl die Wolle einfach, die ist einfach genial. Dann habe ich angefangen, weil, ne, sollte was Einfaches sein. Und dann habe ich was Einfaches gemacht. Mein Männer hat nämlich auf dem Weihnachtsmarktbesuch zu mir gesagt, weil ich sage, warum hast du denn keine Mütze auf? Das ist doch so kalt. Und dann sagte er, ich habe gar keine Mütze. Ich sage, ich habe da doch bestimmt schon eine gestrickt. Und dann sagt er, nee, hast du nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Also habe ich kurzerhand aus dem Atelier Citron Balance eine Fischermütze gestrickt. Ist halt recht einfach. Zwei rechts, zwei links. Durchgehend bis auf eine einzige Reihe, die ich, hier sieht man es ganz knapp und auf der anderen Seite sieht man es dann ein bisschen deutlicher. Ich habe eine rechte Reihe reingestrickt, die als Knickkante dann dient. Da sieht man es ganz gut. Das ist praktisch so die natürliche Knickkante, damit man einen vernünftigen, ja, Umschlag hat, der dann halt doppelt an den Ohren wärmt. Passt wunderbar, fühlt sich wunderbar an und Männe sagt, es warm genug, passt. Und ja, mit den Abnahmen halt, also ich habe das jetzt nicht nach einer Anleitung gemacht oder so. Ich habe einfach so, zwar rechts, zwar links hoch, so hat man genug, ja, Stretch-Material, also es dehnt sich genug und es leiert auch nicht aus. So, das war also die Mütze, die habe ich dann quasi, ja, komplett gestrickt während des Nordenhammer Stricktreffens. Das ging ja recht flott von der Hand. Muss ich sagen, war ich sehr mit zufrieden. Hat geklappt. Mein Männe freut sich über eine schöne warme Mütze. Das war mein Projekt 1. Und dann hatte ich aber noch Zeit.
Und dann saß ich da auf dem Nordenheimer Stricktreffen und hatte nichts mehr zu stricken. Da habe ich gedacht, nee. Nee, habe ich gedacht, das geht so nicht. Und dann habe ich Wolle geshoppt. Ich habe Wolle geshoppt. Also, das hat mich schon aus der Entfernung angelächelt, dieses Garn. Wie ihr seht, ich habe es noch nicht angestrickt. Das ist Rohrspatz und Wollmeise. Ein Nobody is Perfect, also ein NIP Garn. Also hat kleine Fehler dann. Aber ich finde einfach diese Farbvielfalt in diesem Garn, finde ich einfach kongenial. Total toll. Das ist auch nur Merino, also Pure Merino ist das. Was ich davon mache, weiß ich noch nicht. Aber der Strang hat mich mal angelächelt und den wollte ich dann gerne haben. Dieser Strang hat auch 150 Gramm. Und hat 350 Meter auf 100 Gramm. Jetzt muss ich dann messen, wie viel ich auf 150 Gramm habe. Die Hälfte von 150 sind nochmal 175 dazu. 525 Meter. Also da kann man ja schon mal so ein kleines Tüchlein oder sowas von machen. Ne? Muss ich mal gucken. Aber dieser Strang hat mich so fasziniert. Diese Farbvielfalt und diese Farbtiefe, das hat mich wirklich fasziniert. So, dann habe ich noch was gekauft. Und zwar von Rosie Greenwood. Kann man das sehen? Das ist ein bisschen hell, ne? Das ist ein bisschen überbelichtet hier, aber es fängt sich wieder. Cheeky Merino Joy. Das ist ein portugiesisches Garn. Hat auf 10 cm 24 Maschen und 34 Reihen, hat ca. 320 Meter auf 100 Gramm, ist ein 100 Gramm Strang, also so ein, ja, das ist schon so ein, ja, grün, blau, also Petrolfarben, das kommt jetzt sehr blau rüber, zumindest bei mir auf der Kamera. Mal gucken, wie das bei euch aussieht. Also es ist eigentlich so eher so ein petroliges, mehr Richtung grün gehendes Petrol. Aber das gefiel mir ganz gut. Davon habe ich nur 5 Stränge bekommen. Jetzt krabbel ich nochmal wieder hier rein. Und habe mir dann dazu noch diesen Curry-Farbton dazu gegönnt. Der gefiel mir auch ganz gut. Und ich finde, das ist eine schöne Kombination. Und dann wollte ich ja direkt anfangen und anschlagen. Das war auch eine witzige Geschichte. Also es gab da die Möglichkeit, Wolle zu wickeln. Es gab eine Haspel und es gab einen Wollwickler. Und dieser Wollwickler wurde angetrieben mit einem Akkuschrauber. Also den hat man dann so umgebaut, dass man halt nicht manuell kurbeln muss, sondern mit dem Akkuschrauber. Und während ich da so bei war, war plötzlich der Akkuschrauber leer. Und dann musste ich den Rest per Hand wickeln. Da habe ich auch gedacht, na toll, dann hättest du das aber nicht gemacht. Egal. War auch mal eine witzige Erfahrung. Ich war ja auch nicht alleine. Miriam hat mir beigestanden. Es war eine sehr peinliche Aktion. Egal. Ich habe angefangen, einen Hoodie zu stricken. Man sieht es schon wieder, meine Kapuzenkonstruktion, die ich hier fertig habe. Und jetzt habe ich es dann auch erstmal wieder beiseite gelegt, weil ich wollte jetzt gerne überlegen, wie ich jetzt die zweite Farbe da reinbekomme. Ich habe die Runde noch nicht zur Runde geschlossen. Könnte ich jetzt rein theoretisch machen. Aber irgendwie tue ich es dann doch nicht. Noch nicht, weil ich noch nicht weiß, erstmal, was will ich für Muster in dem ganzen Ding haben. Also die Kapuze in glatt rechts, das passt schon so für mich. Aber immer nur glatt rechts. Pullover ist dann ja auch ein bisschen und jetzt wollte ich dann, weil ich das schon ganz oft gemacht habe, ach, Muster machst du dir in der nächsten Runde Gedanken und strick und strick und strick und irgendwann ist der Pullover fertig und hat gar kein Muster. Fand ich nicht so schön. Tada, da wohnt das drin und da wohnt das jetzt auch noch erstmal ein bisschen länger drin, weil ich habe schon wieder neue Sachen angefangen. Ja, zum Nordenhammer Stricktreffen.
Es war ja nirgends ausgeschlagen, nirgends ausgeschrieben im Internet. Man wusste praktisch nur, es fängt Freitag an. Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann hatte ich immer gesagt und auch so verstanden, von 10 bis Open End. So, das heißt also, Freitag hatte ich ja freigenommen und bin dann morgens schon um 10 habe ich Miriam abgeholt und dann sind wir dann dahin gefahren und sind da angekommen. Denke ich, ist aber wenig los. Was ist denn das? Noch nichts aufgebaut und nichts so. Gut. Dann sind wir einmal ums Hotel rum, haben wir dann gedacht, so, okay, wir machen mal eben nicht ums Hotel Quatsch, um die Bierbrauerei, weil Budjadinger Tor beinhaltet ja ganz viel, beinhaltet Hotelbetrieb, Restaurantbetrieb, ein Café ist da drin, eine Kneipe ist da drin, eine Bowlingbahn ist da drin, eine Kegelbahn. Und dieses Stricktreffen findet halt in einem Hinterraum der Bierbrauerei statt. Es ist ein sehr großer Raum eigentlich, aber wenn man dann so 100 Leute da drin versammelt, dann ist das auch schon echt eng. So. Gut, also in diesem Hinterraum, der ist von außen einsehbar und da war nichts aufgebaut und da passierte nichts so. Und dann sind wir einmal um diese Bierbrauerei umzu und wollten halt ins Café oder in die Kneipe, also irgendwo einen Kaffee trinken da. Das ist ja möglich. Und dann haben wir unterwegs dann schon andere Leute getroffen, die also auch im Gestrick unterwegs waren. Und das war halt deutlich zu sehen. Das sind auch Stricker. Und dann haben wir die kurz angehauen und haben gesagt, hier, pass auf, hier findet doch das Stricktreffen statt. Wann fängt das denn überhaupt an? Ja, nee, freitags fängt das erst um 13 Uhr an. Und dann hatten wir ja eh vor, noch zu Gabi zu fahren, zum Wolleholika-Laden nach Bremerhaven. Also habe ich quasi den Morgen, bin ich hingefahren, habe Miriam eingesammelt, wir sind zum Budjadinger Tor, wir haben da einen Kaffee getrunken, dann sind wir nochmal nach Bremerhaven gefahren, zu Wolleholika. Und dort hat Miriam dann auch nochmal ordentlich zugeschlagen und hat ein bisschen Garn gekauft, was sie ja gerne haben wollte. Ja, und so war es dann, dass wir dann praktisch die Zeit bis zur Eröffnung des Stricktreffens um 13 Uhr sehr gut überbrückt haben, sind dann um 13 Uhr wieder dahin und haben uns dann auch gleich einen schönen Platz ergattert und haben uns dann da niedergelassen. Ja, ein bisschen rumgeguckt natürlich, viel gequatscht und auch ein bisschen gestrickt. So, dann bin ich abends dann ja wieder zurück nach Hause. Das war auch schon recht spät, ich glaube 9:30 war ich erst wieder zu Hause oder so. Ja, nächsten Morgen dann gleich wieder hin. Da bin ich allerdings ein bisschen später gekommen, weil morgens muss man noch einkaufen, ne, für die Woche und so. Wir sind ja beide berufstätig, also muss man das auch am Samstag verlegen. Haben wir dann gemacht. Dann haben wir schön einkaufen und dann war ich so gegen 11 circa war ich dann da. Und ja, dann haben wir wieder schön fleißig weitergestrickt. Ich habe neue Leute kennengelernt wieder. Die hatten da ja auch einen kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Platz hinten. War auch total süß gemacht, da habe ich dann auch noch ein bisschen geshoppt und Glühwein getrunken und ach, das war alles total süß und schön. Also das Wochenende hat mir sehr gut gefallen. Abends dann schön da noch gegessen mit Schnitzelbuffet oder Fischbuffet hatten die den Freitag und den Samstag dann Schnitzelbuffet. Ja, so den Sonntag bin ich dann etwas eher nach Hause gefahren, weil jetzt brauchen wir noch ein bisschen so zur Ruhe kommen, weil Montag war ja wieder arbeiten angesagt. Gut. Ich habe aber da noch mehr gekauft. Und zwar fällt mir gerade das hier noch mal eben in die Hände. Da habe ich mir auch ein sehr schönes Garn gekauft. Was ist das auch? Ein Merino Super Wash. 100%. Das sind allerdings nur 100 Gramm logischerweise, also so wie es normal ja eigentlich auch angeboten wird. 365 Meter auf 100 Gramm. Ist also auch etwas dicker als Sockengarn, dieses Vierfach. Das ist in einem schönen Silbergrau. Davon wollte ich dann auch noch gerne eine Mütze machen, vielleicht dann für mich. Die passen dann, ne? Dann weiß jeder, wem es gehört, wo das hingehört. So, ja. Das ist also auch neu eingezogen, das und das. Und ja, die anderen 6 Stränge, insgesamt 6 Stränge, weil ich habe ja viel zu umstricken, wenn ich Pullover stricke. Mit Kapuze komme ich mit 5 Strängen eigentlich nicht hin.
So, das war das Nordenhammer Stricktreffen. Paar Bilder blende ich jetzt hier nochmal ein und mache dafür vielleicht hier mal eben Cut. Hoodie habe ich auch gezeigt, kann ich also auch schon mal wieder nach hinten stellen hier. Ihr seht ja auch hinter mir an meiner Wand, da hängt ja wieder das Netz und da ist jetzt mein Adventskalender vom Valorolica drin. Den habe ich die ganze Zeit jeden Tag schön aufgemacht und wollte dann auch jeden Tag schön bei Instagram und Facebook teilen, was denn mein Inhalt ist vom Adventskalender. Und dann fing es an schon beim Nordenhammer Stricktreffen, dass ich das nicht mehr täglich updaten konnte. Keine Zeit und ich habe es also aufgemacht, ich habe mich auch gefreut und so, aber dann habe ich die Tütchen erst wieder zugemacht, beiseite gelegt und habe gesagt, okay, das lädst du dann morgen hoch. Dann aber morgen auch nicht und es ging so weiter wie gehabt und ja, egal. War lustig. Ich habe es dann irgendwann 10 Tage später habe ich dann gesammelt, also vom 10. an bis zum 20. habe ich gesammelt, habe dann gesagt, hier habt ihr, ne, für jeden Tag ein Bild. Bei Instagram kann man ja bis zu 10 Bildern teilen und das habe ich dann genutzt. So. Was ich aus all diesen Strängen machen will, das weiß ich eigentlich noch gar nicht so genau. Es gibt einige, die haben daraus angefangen, Pullover zu stricken. Finde ich eigentlich auch eine total spannende Idee. Allerdings wird mit der wahrscheinlich dann zu quietschebunt. Ich muss mal schauen. Ich lasse mir da was einfallen. Und dann war es ja auch an der Zeit, dass das Valorolica Monatsabo wieder rauskam. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie die Reihenfolge hier ist. So. Das war der Oktober. Auch wieder schön mit diesen kleinen schwarzen Sprenkeln drin, schwarz oder graue Sprenkel. Ja, ne? Valorolica Monatsabo, das war der Oktober. Jetzt kommt der November, da war es dann schon etwas kälter. Da haben wir dann schon ein bisschen kühlere Temperaturen, daher ein bisschen mehr Blau. Und dann haben wir noch den Dezember, der so wirklich vermatscht, verwaschen mit schlechtem Wetter und so. Das war dann nicht mehr so ein schöner Monat, aber die Färbung ist dafür umso schöner geworden. Upsala. So, das ist das Monatsabo. Oktober, November, Dezember. Also ich finde, die kann man alle gut miteinander kombinieren, weil einige Farben gehen immer über mehrere, das findet sich in mehreren Monaten. Die sind ja nach den Temperaturen oder nach der Wetterlage gefärbt, so sagt Gabi ja. Und dadurch, dass das Wetter natürlich nicht immer abrupt von einem Monat zum nächsten sich ändert, finden sich eigentlich auch immer noch Farben von dem einen Monat im nächsten Monat wieder. Und von daher sind die alle nacheinander sehr gut zu kombinieren. Und meine Idee ist ja jetzt vielleicht so eine Riesen-Monsterdecke davon zu machen. Vielleicht mit ein, zwei Garnen dazu, die man dann durchlaufen lässt in einer Farbe. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das ist ja auch hier 420 Meter auf 100 Gramm, also ganz normale Sorgenvollstärke. Und da passt dann ja auch jede andere Sorgenvollstärke dazu. So, das ist das Valorolica Abo. Habe ich euch somit auch schön vorgestellt. So, dann gab es noch eine schöne Idee von der Hochschule Bremerhaven ins Leben gerufen. Und zwar ging es da um das Thema Klima und Nachhaltigkeit und Energiesparen. Und dann haben die eine sehr schöne Aktion veranstaltet mit Gabi. Pass auf, ich versuche das mal zu erklären. Also, es geht darum,
gemeinsam abschalten, also Strom abschalten und abschalten im Sinne von ich ruhe mich mal aus und dann wurde gemeinsam gestrickt. Und es sind nicht nur Leute eingeladen worden, die schon stricken können, sondern es war ausdrücklich gewünscht, dass da Strickneulinge kommen, die interessiert daran sind, das Stricken zu lernen. Und Wunder auf Wunder, es gab also regen Zulauf. Leider mussten einige Leute absagen, was ein bisschen schade war. Trotzdem waren alle Plätze belegt. Also es musste keiner stehen, so schlimm war es nicht. Doch, ich musste viel stehen. Aber ich war ja auch mit einer derjenigen, die mit angeleitet haben. Habe ich denn hier so ein schönes Schildchen bekommen? Ich muss mal irgendwie hier wieder mein Licht ein bisschen anders gestalten. So, gemeinsam abschalten. Das war dann mein Namensschildchen, so konnte man mich erkennen. Ich gehörte zu Frau Holiker. Ja, gemeinsam abschalten, Schal für Schal wird es wärmer. Haben das ja wahrscheinlich mitbekommen, anhand der Aufkleber, dass wir da einen Energiespeicher ausbauen an der Hochschule. Und ja, das Thema gemeinsam abschalten, auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Ola, die mich dabei sehr unterstützt hat. Unter dem Motto hatten wir uns dann halt überlegt, dass wir diesen Schritt auch machen. Und ich wurde vor allen Dingen von männlichen Kollegen, der Formschnitt ist ein bisschen höher, die männlichen Kollegen haben mich hier oder da ein bisschen belächelt, was eigentlich im Jahr 2022 nicht mehr sein müsste, glaube ich. Aber dieses Event heute ist theoretisch sogar ein bisschen tiefgründiger, weil, ja, ich sag mal, wir müssen im Grunde unsere ganzen Verhaltensweisen so ein bisschen hinterfragen. Also wir leben in maßlosem Konsum. Wenn irgendwo ein Loch drin ist, wird es weggeschmissen und wir kaufen jede Menge Sachen neu. Und ja, wir haben uns überlegt, wir wollen mal wieder so ein bisschen erden, runterfahren, gemeinsam abschalten, entspannen bei schöner Musik. Vielen Dank, David. Ein bisschen was Schönes essen und einfach einen schönen Abend haben. Energie sparen. Ja, und mal wieder, also ich sag mal so, früher, unsere Großeltern, die haben uns das ja eigentlich vorgelegt, achtsamer zu sein mit den Ressourcen, da wurde noch viel repariert. Und ja, in diesem Sinne haben wir uns dann überlegt, wollen wir hier einen Strickmittwoch machen, das Stricken wieder modern machen, wobei viele ja schon strickmäßig aktiv sind. Und zwei wichtige Sachen nämlich noch. Die Toiletten sind hier unten im Keller. Das wollte ich noch eben kurz erwähnen. Einmal links. Es werden gegebenenfalls Fotos gemacht. Wer das nicht möchte, gerne kurz diskret melden, wobei ich das so verstanden habe, dass wenn Fotos gemacht werden, sowieso nochmal direkt gefragt wird. Ja, das ist das, was ich zu sagen habe. Und das Allerwichtigste, also jetzt kommt eigentlich der Star des Abends, Gabriele. Ich würde jetzt mal so langsam übergeben. Gabriele, den Namen, aber ich glaube, du stellst euch besser selber vor, bevor ich was Falsches sage. Also vielen Dank, schön, dass ihr alle da seid. Mit Gabriele von Rollo-Holiker und Nadenlokal in Bremerhaven. Ich habe die Garne gefärbt für heute Abend und zwar in den neuen Primärfarben der Hochschule und in den Sekundärfarben. Ich habe schon gesehen, das sind eher Profis an dem Tisch. Ich habe zur Unterstützung auch ein kleines Team mitgebracht und zwar einmal, das ist Michael. Michael hat genauso wie ich einen YouTube-Kanal, auch ist ein YouTuber aus Bremerhaven. Er unterstützt mich, dann habe ich die Dicke, die sitzt da am Tisch. Wir tragen alle Namensschilder. Falls ihr euch für alte Handwerkstechniken interessiert, dann sprecht Brigitte gerne an. Ich habe Flyer liegen, falls ihr an historischen Webstühlen weben lernen wollt oder spinnen, was auch immer, ist bitte eure Frau, eure Beschreibung. Dann habe ich noch
Sigrid mitgebracht, falls ihr euch für kleine Profis wahrscheinlich eher erstmal jetzt, falls ihr euch für kleine Abänderungen für die eigene Konfektionsgröße schrägtechnisch interessiert, ist Sigrid eure Frau. Dann habe ich noch Heidrun. Falls ihr Interesse habt, auch noch Knöppeln zu lernen, ist Heidrun eure Frau. Und es sind ja alle unterschiedliche Lerntypen. Spinnen. Ich habe Spinnen. Ist auch Ulrike eure Frau. Und wir sind alle unterschiedliche Lerntypen. Und falls ihr so ein Lerntyp seid, der von hinten links so eine kleine Ansage braucht, dann sprechen wir. Ja. Ich habe hier an dem Tisch schon gesehen, dass. Dass da eigentlich der Strang schon gewickelt wird. Hier direkt wegstecken könnt ihr nicht, sondern wenn ihr an diesen Tisch guckt, auch jemand, der den Strang so hält und dann wickelt. Ich kann hier auch noch wickeln, ich habe einen Schirmriss mit der eigenen Maschine, aber ich habe eigentlich schon vorgewickelt, dass ihr quasi mit einer kleinen Docke anfangen könnt. Man müsste eben durchtauschen. Ansonsten habe ich drei Videos vorbereitet, die ihr für später auch auf meinem YouTube-Kanal findet. Abo nicht vergessen, weil Michael auch nicht. Da gibt es drei QR-Codes. Erstes Video für den Maschenanschlag, zweites Video für die Landmasche, rechte Masche. Ihr könnt den Schal natürlich schicken, wie ihr wollt, aber wir haben aus rechts vorbereitet. Und das dritte Video für den Farbwechsel und das Abkommen. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich wüsste nicht, wir gehen ja alle rum, unterstützen, falls ihr eure Schere anfangen müsst oder falls ihr euch verspannt, dann schlagt mal aus. Einen kleinen Schal habe ich noch vorbereitet, der könnte dann quasi so aussehen. Ja. Ich habe nicht die ganze Wolle rein verstrickt, weil ich dachte, die Zeit war zu knapp. Ach, und ich wollte am Anfang noch was sagen. Ich bin ja Schwäbin. Und deshalb ist dieses Energiesparen, gemeinsam abschalten, genau mein Thema, weil Schwaben sind ja bekanntlich wegen Geiz ausgeschlossene Schotten. So. Jetzt wünsche ich ganz viel Spaß. Für die, die noch keine Wolle haben, kommt vor und wir helfen euch. Und das Video läuft jetzt auch, ne? Ich denke ja. Dankeschön. Und ja, ich habe natürlich den Abend dann dort nicht wirklich gestrickt, logischerweise. Ich habe angeleitet und dann hat sich das aber ziemlich schnell rauskristallisiert. Also es saßen natürlich auch logischerweise viele dazwischen, die schon gut stricken konnten und auch fix waren. Und diese Menschen haben dann natürlich auch sich schon die Leute geschnappt. Also ich habe an einem Tisch habe ich die Maschenaufnahme, also wie, ne, Kreuzanschlag, wie macht man den Kreuzanschlag, das habe ich so ein bisschen gezeigt und die ersten rechten Maschen und so weiter und dann habe ich gedacht, okay, jetzt löppt erstmal, ne, wenn ihr Fragen habt, ich bin ja da, bin dann noch ein bisschen rumgelaufen und dann habe ich irgendwann gesagt, Gabi, die sind ja alle manuell am Wolle wickeln. Ne? Also, wie man das so kennt, über zwei Hände und dann einer wickelt. Und dann habe ich gesagt, aber dafür ist das hier ja nun nicht gedacht. Lass mich doch an deinen Wollwickler. So. Und dann habe ich Wolle gewickelt. Wie ein großer. Und die sind auch ganz viele gekommen und haben gesagt, kannst du mir den Strang nochmal? Ich sage, ja klar, sicher, gib her. Und dann habe ich Wolle gewickelt, ja. Ich konnte nachher schon nicht mehr stehen, weil also es war so ein elektrischer Wollwickler. Also ich habe ja hier den von Knitpro. Da hinten auf dem Schrank stehen, der ist ja manuell, ne? Also ich muss ja mal kurbeln so. Und der ist halt nicht manuell, der war halt elektrisch. Ja, Gabi hat halt sehr viel mehr Wolle zu wickeln als ich. Und dann hat sie sich den elektrisch gekauft. Und dann wollte sie mich da zuerst nicht, wo sie nicht so recht ranlassen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich kann doch mit Technik um, was willst du denn jetzt von mir?
Ja, also Wolle gewickelt wie doof. Der Abend hat wirklich echt viel Spaß gemacht. Es gab überhaupt null Stress, es war nicht laut, es war gemütlich. Es gab hier so ein Buffet von der Studenten. Also irgendwie, also es war ja natürlich von der Hochschule Bremerhaven organisiert und von daher war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall haben die da so ein Buffet mit Schnittchen und also so nicht Schnittchen, sondern Fingerfood bereitgehalten. Getränke gab's und also es war ein total gemütlicher Abend, muss ich sagen. Und die Zeit ist leider viel zu schnell vergangen. Dann war es dann irgendwann 10 und dann war der Laden leer und wir haben dann noch eben zusammengepackt und ja, alles ins Auto verräumt. Als Dankeschön habe ich dann von Gabi noch ein bisschen Wolle bekommen. Also als Dank, dass ich dabei war. Und da habe ich einmal 2 schöne Stränge bekommen. Und dann gab es ja, Wolleholiker Special Effects, das war die ursprüngliche Färbung. Da müsst ihr mal das Video von Gabi gucken zu dem Thema. Da gab es einen riesen Hickhack mit den Färbungen. Das war die ursprüngliche Färbung mit den Hochschulfarben und dann haben sie die Hochschulfarben aber irgendwie noch geändert und wollten das alles ganz anders. Und dann musste Gabi noch andere Sachen machen und keine 100 Gramm Stränge, sondern 50 Gramm Stränge. Da kann sie euch dann mal in ihrem Video erzählen. Oder hat sie, glaube ich, auch schon. Aber diese beiden Stränge passen auch wieder wunderbar zusammen. Das Blau findet sich in beiden Strängen, also hier stellenweise. Der ist natürlich komplett blau. Ob ich die kombiniere, weiß ich nicht. Das eine ist eine Basic, das andere Special Effects. Die laufen allerdings gleich weit, also haben die gleiche Garnstärke und ja, gefällt mir, muss ich mal gucken, was ich davon mache. Und dann gab es noch als Dank auch von Gabi für uns alle, die wir da mitgemacht haben, die Leute, die da mitstricken wollten jetzt, die haben dann natürlich auch ein Wollset gestellt bekommen, geschenkt bekommen. Und das gleiche habe ich dann auch bekommen. Und dann haben wir, also es ging eigentlich darum, den Schal kraus rechts zu stricken, weil eigentlich erstmal rechte Maschen. Ne? Wenn man anfängt zu stricken, strickt man eigentlich erstmal nur rechte Maschen. Und ich wollte aber keine nur rechten Maschen, also habe ich einen Vollpatentschal gemacht mit allen 4 Farben im Blockstreifen. Und habe dann gedacht, wenn ich mir den umbinde, könnte man das eigentlich so machen, dass man sich den so umbindet, so sieht man alle 4 Farben wunderbar zusammen. So, ne? Es sollen ja noch weitere Stricktreffen geben. Also alle, die jetzt so um und zu Bremerhaven in um und zu wohnen. Also Bremerhaven, können sich gerne mit dafür anmelden. Da gibt es noch eine E-Mail von dem Veranstalter und ich glaube, das darf ich auch öffentlich stellen, weil das soll ja angenommen werden. Also es wird stattfinden in einem Studentencafé. Ja, ich finde meinen Schal ganz schick. Ich habe ihn dann schon, ich habe das ja erst am Ende bekommen. Und habe dann natürlich den Abend nicht dran gestrickt, aber danach, also das hat ja stattgefunden am 14. Dezember. So, und dann habe ich anschließend, wie ich dann nach Hause gekommen bin, den Abend natürlich auch nicht mehr, du, ich muss ja nächsten Tag wieder arbeiten. Aber dann habe ich das angeschlagen und war innerhalb von 4 Tagen damit fertig. Geht also ratzifatzi, sind ja ne, 4x50 Gramm Stränge. Ich habe alles bis auf jeden Zentimeter verbraucht und bin ganz stolz drauf, er ist fertig. Ja. So, Mütze haben wir auch gesehen, die muss ich gleich wieder nach vorne bringen. Wird warm unter der Mütze. Dann kam der 20. Dezember. Der 20. Dezember war übrigens der Tag, an dem ich dieses Knäuel anstrengen musste. Das ist die Fernerwolle, die Weihnachtsedition 2022. Und diese Farbe hieß 20.12.22.
Und somit musste dieses Wollknäuel natürlich am 20.12.22 angestrickt werden. Dieses Knäuel habe ich übrigens gestellt bekommen, geschenkt bekommen von Sandras Wollfühloase. Seinerzeit war das in, ich glaube, das war in Düsseldorf oder Duisburg. Ich weiß das immer nicht. Ich kriege die beiden immer wieder durcheinander. Ich weiß noch genau, wie es da drin aussah, aber ich kann es der Stadt nicht mehr zuordnen. Also, ferner Wolle, 6-fach Sockenwolle, 150 Gramm, 56 Gramm sind noch über. Ihr könnt raten, was davon geworden ist. Ich zeige euch das auch gleich. Ja, Sandras Wollfühloase, könnt ihr ja mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Stell mal scharf, danke. Ihr betreibt auch einen Online-Shop. Und da könnt ihr sicherlich auch mal sowas kaufen. Oder auch handgefärbte Wolle. Bestimmt. Auch handgefärbte Wolle hat sie auch in ihrem Stand gehabt. Ja, also Werbung Ende. Nein, noch nicht ganz, weil das ist ja diese spezielle Färbung, die also ganz tolle Muster gibt. Ne? Und dann habe ich gestrickt 2 Socken. Und das sieht ja so noch fast gut aus. Ne? Wenn man jetzt die aber genau übereinander hält, sieht man, okay, es sind ein paar Reihen Versatz drin. So, die Reihen Versatz gehen dann noch weiter und an der Ferse wird es dann plötzlich creepy, nämlich ganz anders. Und durch den größeren Versatz haben wir am Ende leider 2 komplett unterschiedliche Socken, aber das stört mich nicht. Die Musterung als solches finde ich total genial. Und ehrlich, wir haben uns gefragt, wie geht das, wie macht man sowas, dass das... Also auch so hier so mit den Farbabwechslungen, dass das alles so passt und hier oben mit diesen Querstreifen da so drin. Wie macht man das? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe für diese Socken, das sind jetzt Couchsocken, weil 6-fach Sockenwolle ist ja nichts für mich für draußen. Couchsocken in Größe 41, ja, ich lebe auf kleinem Fuß, ich weiß. Und das sind reine Couchsocken, deswegen habe ich die mit 60 Maschen gemacht, dass da also noch andere Socken drunter passen und das jetzt nicht so stramm wird. Also die sitzen recht locker, sind hoffentlich auch schön warm. Ich habe sie jetzt gerade heute fertiggestellt. Also vom 20. bis zum 26. haben wir heute, den 26. Dezember. Also habe ich quasi ja fast 6 Tage dran gestrickt. Am 24. natürlich nicht so viel, weil das war natürlich abends Weihnachten. So, jetzt kommen wir dann mal zum Weihnachten. Ne? Also Heiligen Abend. Heiligen Abend durfte ich was auspacken und zwar habe ich gewonnen. Ich habe gewonnen bei Lelugarn. Lelugarn hat was verlost. Anlässlich, ich glaube, ihrer 5000 Abonnenten. Ich glaube, so war das. Hat sie sich aus den Kommentaren, aus dem ersten Video, aus einem Video in der Mitte und aus einem Video am Ende, hat sie sich jeweils einen Gewinner gezogen und hat verlost. Und dann habe ich das natürlich auspacken dürfen und ich habe auch davon, von der Auspackaktion, habe ich 10 Fotos gemacht und die habe ich dann bei Instagram reingestellt, so nacheinander. So einmal den Karton, natürlich habe ich Adressetikett schon abgerissen, damit das, also Privatsphäre muss gewahrt bleiben, Dankeschön. Und dann habe ich ausgepackt und dann waren da so allerlei schöne Sachen drin, so zum Beispiel hier ein, upsala, das muss man ein bisschen zubiegen. So ein Kerzenhalter. Da sind jetzt hier 4 Kerzen drin. Das mal ein bisschen zubiegt hier. Da passt das wahrscheinlich auch besser. So, zack. So, dann da rein. So, die anderen Kerzen ab. Dann kann man das irgendwo ranklemmen. Dann kann man eine Kerze anzünden. Und dann macht man, also die kann man natürlich auseinander machen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, damit zusammenbleiben. So, das ist ganz niedlich gewesen, fand ich jetzt ganz witzig, so als Gimmick dabei, ein bisschen, ne? Immer diese Unterbrechung, so, ohne Brille ist besser, ne? So, ja, wo waren wir stehen geblieben? Meine Memory-Karte war gerade voll, ich muss ab und zu mal löschen, ja, so, ich habe gerade von meinem Gewinn erzählt von Lelugarn, da machen wir jetzt auch weiter. Heute so ein kleiner schöner Anhänger dabei. Merry Christmas steht da drauf und eine wunderschöne
Karte mit einem kleinen Process Keeper. Lelugarn kennt man ja. Eins von ihr selbst gemaltes Bild. Das ist eine Postkarte davon. Sehr schön übrigens. Das gefällt mir auch. Das gefiel mir schon immer, das Bild. So, und dann war dabei das Wichtigste, nämlich das Garn dazu. Da guckt euch das mal an. Was das für eine schöne Färbung ist. Und dann sind noch zwei kleine Minis dabei. Einer in grün, einer in braun. Und das ist eigentlich Sockenwolle, aber unheimlich weich. Ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen will. Aber das wird Spaß machen, das zu verstricken. Bin ich gespannt, wie das so rauskommt als Muster. Ob das dann eher so Gum-Gum oder vielleicht doch so ein wilderndes Teil wird. Mal gucken. Ja, also, mein Gewinn von Lelugarne. Ich bin total happy. Ich habe da was gewonnen. So, genau. Ja, dann kommen wir noch mal kurz zu meinem Experiment. Ne? Ich habe jetzt mittlerweile alle Teile gedruckt und habe festgestellt, sie passen nicht so recht zusammen. Also da muss ich noch ein bisschen rumfeilen und machen und tun. Und ich weiß nicht. Vielleicht brauche ich dafür noch tatsächlich so ein Multidremel, so ein kleines extra Werkzeug zum Feinfeilen, damit ich das alles zusammenbauen kann. Ich weiß ja noch nicht. Also es ist alles eigentlich recht stabil. Ist natürlich ein bisschen biegsam, ist das Ganze. Ist logisch, ist ja nur mit Resin und UV-Licht zusammengehalten. Also alle Teile sind gedruckt. Ich müsste jetzt auch dann langsam mal beigehen, den Motor kaufen. Ja, müsste ich mal machen. Die entsprechende Seite dafür habe ich mir ja schon gespeichert. Also die extra Teile, die man dafür jetzt kaufen muss, so der Motor kostet 4 Euro noch was oder was. Also wirklich nur kleines Geld. Das kann man mal machen. Also, ne? Hier haben wir eine Spule. Ja. Also ich habe tatsächlich jetzt, ich habe ja neues Resin gekauft und man stellt fest, die Farben sind unterschiedlich. Also das ist das alte Resin, das ist ein bisschen dunkler. Das ist das neue Resin, das ist sehr viel weißer. Aber ansonsten von der Konsistenz her, das bleibt sich gleich. Das ist alles ganz schicki. Also es ist ein Experiment. Was ich ja gemacht habe, ist die Platte für oben drauf, die habe ich ja in Einzelteilen, hier musste ich ja trennen, da habe ich ein extra Programm für. Und diese Seiten haben eigentlich auf der Bodenplatte gesessen, aber die sind rund, warum auch immer. Hat sich vielleicht was verzogen, ich muss mal gucken, vielleicht mache ich das einfach nochmal, weil so rund ist scheiße. Ich kann die natürlich jetzt nochmal schleifen, aber dadurch fehlt mir eventuell am Ende was. Also ich habe es mal so grob zusammengehalten und eigentlich fehlt an beiden Enden was. Also wenn ich sie so knapp nebeneinander halte, dann passt das gut, aber dann fehlt ja oben und unten jeweils was. Eigentlich auch nicht schlimm, weil dieses Teil liegt ja nachher oben drauf auf diesem anderen Gedöns und die Platte muss nicht zwingend durchgängig sein. Also es wäre schon... Wird schon so passen. Am Ende wird es ja sowieso alles zusammengeklebt und von daher ist das nicht so dramatisch, finde ich. Aber ein bisschen Schleif. So, ja, schon wieder eine Unterbrechung. Da war die Batterie leer, also Akku. Aber ich habe ja mehrere, also habe ich gleich wieder ein zum Aufladen. Das machen wir gleich, bevor ich es wieder vergesse. Zack, rein da, fertig. So, und, das habe ich auch schon gezeigt, ja, eigentlich bin ich sogar dann schon durch. Was kommt jetzt noch? Es kommt meine weiteren Pläne. Was kommt wohl als nächstes? Silvester steht vor der Tür, der Jahreswechsel. Wir werden den ruhig ausklingen lassen mit Freunden, ohne Böllerei, das passt überhaupt gar nicht in meinen Plan. Also Böllerei mag ich nicht, mochte ich irgendwie noch nie. Ich habe mir, glaube ich, zweimal in meinem Leben Böller gekauft und
ja, habe es eigentlich beide Male bereut. Da war ich noch jung. Ja, wir machen das ruhiger und so, ja, so. Nichts Wichtiges, nichts Aufregendes. Weihnachten ist nur auch mit dem heutigen Tag dann zu Ende. Das haben wir schon mal im Sack. Ja, also man ist doch dann irgendwie froh, wenn Weihnachten wieder rum ist. Erst freut man sich lange drauf und dann... Ja, aber wir haben schon ein schönes Weihnachten gehabt. Wir waren ersten Weihnachtstag waren wir bei meinen Schwiegereltern und haben dann mit der ganzen Family gefeiert. Und den zweiten, Heiligabend waren wir bei Schwiegereltern so. Und ersten Weihnachtsfeiertag waren wir dann bei meiner Mutti. Haben da auch einen schönen Nachmittag verbracht mit Kaffee und Kuchen. War total schön. Gerne wieder. Und jetzt ist erstmal Ruhe angesagt. Ne? Also, ich habe ja noch immer noch das auf dem Zettel. Die Wolle dazu habe ich noch. Ich würde, jetzt habe ich ja heute meine Söckchen fertig gemacht. Das heißt, ich könnte das jetzt wieder anfangen. Aber ich habe auch noch den Mantel für meine Schwester und die glaubt es nicht, er ist noch nicht fertig. Ich habe, also habe ja mal gesagt, ich will da noch so ein bisschen Tüdelü ran machen. Und ich habe dann ein paar Eikords gemacht, ein paar Blätter gemacht und habe das da mal erstmal so ein bisschen festgesteckt, um zu gucken, wie sieht das aus. Und egal was ich mache, es sieht fürchterlich überladen aus und das finde ich dann nicht mehr schön. Also werde ich wahrscheinlich den minimalistischen Stil wählen und werde etwas weniger von allem. Aber ja, ich weiß es noch nicht. Also ich bin nicht so ganz einverstanden, wenn das so überladen wirkt. Also ein paar Blätter wollte ich da schon gerne noch irgendwie dran haben. Aber dann mit diesen ganzen I-Cords da dran, das ist dann irgendwie, das wirkt zu schnell sehr überladen und das gefällt mir nicht. Das möchte ich dann auch so nicht verschenken. Also zu Weihnachten ist es nicht fertig geworden. Vielleicht mache ich das gleich erstmal fertig, dass ich das erstmal wieder alles abtüdel und dann nochmal neu versuche. Gerade auch noch neuen Kaffee geholt. Ja, also ganz fertig ist das alles noch nicht gewesen. Ja, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Nächstes Jahr ist ja das nächste Wollfest, von dem ich weiß, ist ja Leipzig. Da werde ich hinfahren. Das Hotel habe ich schon gebucht. Wenn man früh ist, kann man ja günstige Tarife noch kriegen. Und ich bezahle jetzt für 3 Übernachtungen knapp 200 Euro. Ich denke, das geht. Das kann man dann mal machen. Aber das wird wahrscheinlich auch das einzige Wollfest sein, wo ich das kommende Jahr hinfahre. Es werde ich natürlich noch kurzfristig entscheiden. Das kann sein, dass da doch noch ein zweites zukommt. Aber ich werde es nicht mehr so exzessiv machen, weil ich habe einfach viel zu viel Garn. Ich weiß nicht mehr, wo ich damit noch hin soll. Und von daher werde ich da jetzt ein bisschen kürzer treten. Ja. So viel dazu. Mein Mantel, der blaue, der ist auch noch keine Masche weitergekommen. Ich hatte ja kürzlich Corona, wo ich dann zu Hause war, wo ich dann gedacht habe, da könntest du ja dran weiter stricken. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich selbst beim Vollpatent bin ich raus. Ich habe da einige Fehler reingemacht in den Schal, wo ich dann nachher einfach weiter gestrickt habe und gesagt, das interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Nächstes Jahr oder zum Beginn des nächsten Jahres werde ich all meine UFOs einmal auflisten. Das wird wahrscheinlich das erste Video im neuen Jahr dann auch werden, was das behandelt. Und ich hoffe, dass ich noch ein bisschen was fertig kriege bis dahin. Sonst habe ich eigentlich aber auch nichts mehr zu erzählen. Also viel Arbeit, wenig Brot, wie gehabt, ne? Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden und blickt jetzt voller Zuversicht ins neue Jahr. Ja, mal, dass wir ein etwas ruhigeres Jahr 2023 bekommen, dass wir mal wieder so ein bisschen alle relaxen können nach dieser ganzen Pandemie-Geschichte und nach Kriegsgeschehen innerhalb Europas,
Naja gut, das läuft ja noch, da sind wir ja noch nicht mit durch. Mit der Pandemie ja auch noch nicht so wirklich. Also wie gesagt, ich hatte gerade erst wieder, aber es ist halt auch nicht mehr so schlimm, ne? Wie es halt mal gewesen ist. Also der Mensch lernt schon damit umzugehen. Und die Abwehrkräfte bauen sich halt auch dafür auf. Ja. So. In diesem Sinne wünsche ich euch, wenn ihr dann frei habt zwischen Weihnachten und Neujahr, eine schöne Zeit. Genießt das, relaxt ein wenig, vielleicht ein bisschen sporteln nach all dem reichhaltigen Weihnachtsessen. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns froh und munter im nächsten Jahr wieder. Bis dann. Tschüss.